Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Singularity. Ja, in der letzten Folge sind wir hier gestorben, weil ich mich echt dumm angestellt habe. Aber wir wollen da gar nicht rüber, sagen wir so. Aber wir müssen. Alle, die auf uns schießen, werden umgebracht. Wollen es schwieriger machen für uns. Ich glaube, ihr habt andere Probleme damit, den 1000 Echsen, ne? Ja, wirklich viele, die da rausgekommen sind. Wir haben es geschafft. Nochmal kurz heilen. Ey, Alter, ich spiele auch, habe auch verdammt lange Folgen, ne? Weil ich die Zeit immer aus den Augen verliere und einfach Spaß habe beim Spielen. Aber ich muss dringend mal was anderes machen. Ja, ich bin hier fertig, habe auch noch nichts gegessen seit 10 Stunden. Ich bin erst seit 10 Stunden wach. Der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Nicht gut. Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. Aber ich soll dir noch gar nicht vertrauen. Reiß mich nicht an. Ach, hier ist der Kopf. Okay, das öffnet sich von alleine. Sie sind weit genug drin. Sie müssten bereits einen Riss sehen. Benutzen Sie ihn, um den Aktivierungscode zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Okay. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Ich hab's Gefühl, er opfert mich. So wie es wirkt. Schritte in der Zeit. Schritte in der Zeit. Nur hin, aber keine zurück. YOLO! Der Koch, was für eine primitive Bezeichnung, für ein unglaubliches Gerät. Es war schwierig, die E99-Isotopen zu isolieren, aber die Mühe hat sich gelohnt.
Es ist, als hätte jeden Tag jemand anderes einen neuen Verwendungszweck dafür. Viele davon scheitern, einige so fürchterlich, dass Moskau nie davon erfahren wird. Aber das ist besser so. Dort kann keiner nur annähernd verstehen, was wir hier machen. Notiz: Dr. Barisow fragt, ob er bei seinem Experiment immer noch Probleme mit den elektromagnetischen Messwerten hat. Ich verstehe nicht, wie er es so hohe Werte ohne etwas so Großes wie den Kocher hinkriegt. Das ist ernsthaft? Wow. Achso. Anscheinend überwacht. Gibt es Messwerte? Oh Gott, es ist Invert, der Mann, der Dr. Gimichev töten wollte. Er sagte, sie würden wiederkommen. Sicherheit, der Attentäter ist in meinem Labor. Alle Sicherheitsteams im Bereich. Zahlreiche Mitarbeiter berichten von Schwindeln und Kopfschmerzen nach der Arbeit mit E99-Proben. Und Umgang mit Uran gab es nie Meldungen über solche Probleme, aber die E99-Isotopen sind anders als alles, womit wir es je gearbeitet haben. Top. Mutationen ergeben keinen Sinn. Das E90 ist Teil der Gleichung, aber etwas anderes ist der Katalysator. Verdammt, uns läuft die Zeit davon. Dr. Dugenschef ist jede Ausrede recht, um das zu beenden, was er für banale Forschung hält. Haben wir doch noch einen Schrank. 7400 haben wir jetzt. Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Alle Bereiche müssen sofort mit den Abregelungsprozeduren starten. Spannend.
Team macht gar nichts. Okay, okay, okay. Gehen wir in die andere Richtung. Notizen. Zuerst war ich besorgt, für die Obersten auf der Katorga an diesem Nebenprojekt arbeiten zu müssen. Aber die Ergebnisse sind einfach unglaublich. Es ist eine natürliche Fauna, die auf der Insel auftauchte. Wir gaben ihr nur einen Schubs. Ja. Schubs, der ich umbringe. Es ist soweit. Der einzige Weg, weitere Hochforschungsmittel für das beschleunigte Pflanzenwachstum zu bekommen, ist die Arbeit an diesen Dingern. Sicher, die haben sich als nützlich erwiesen, das Ungeziefer von den Feldern fernzuhalten. Ah. Da kommen die. Wir laufen auf jeden Fall schon mal einen Weg, den wir schon mal gegangen sind. Ja. Ist geil, dass hier so alles blüht. 90. Ganzen Messwerte und Dinger. Moment, Moment! Wir können einen Handel machen. Bitte, nehmen Sie, was Sie wollen. Nur töten Sie mich nicht. Ich habe Familie. Zuletzt Ernte liefern. Lieferte weiterhin positive Ergebnisse. Mit der aktuellen Wachstumsrate werden wir die Erträge von Moskau weiter hinter uns lassen. Was die Schule betrifft, Kinder reagieren gut. Die Eltern fangen an zu fragen, wieso wir mit dem Essen so streng sind. Aber sie können natürlich nicht wissen, wie viel Glück ihre Kinder in Wahrheit haben. Boah, Alter. Den habe ich am Leben gelassen, ne? Mal schauen, was jetzt passiert. Oh, Alter, war das doof. Die haben mich einfach volle Kanne getroffen. Alter. Also manchmal, ne? Aber jetzt fangen wir hier an. Was soll denn der Scheiß? Wirklich trotzdem. Wenn man erfahren hat, was du mit den Kindern gemacht hast.
Jetzt haben wir das Ziel erfüllt. Nicht die schlauste Entscheidung. Muss ich echt sagen. So. B90-Bombe. Warum waren die noch nicht aufgeladen? Was ist das denn für ein Kern? Und jetzt ein Schuss drauf und die Anlage geht hoch. Die Anlage ist sofort zu evakuieren. Das heißt aber, ich bin dafür verantwortlich, dass die Anlage hochgegangen ist. Systemüberlastung. Sofort evakuieren. Explosivsystemausfall steht bevor. Guck mal, so sah das nicht aus, bevor ich da was gemacht habe. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder was geändert in der Zeitschleife. Und wir haben anscheinend eine Pflanze sehr groß gemacht. Naja, egal. Captain, Sie leben! Und die Bombe ist voll geladen! Wir dürfen keine Zeit verschwenden! Wir müssen sofort... Panzer verringert der erlittene Projektilschaden. Zum Reaktor! Auf zur Bahn! Sie wird uns zum Singularitätsturm bringen. Nehmen Sie sich hier, was Sie brauchen. Und dann los! Ich brauche es, Muni. Wir müssen wirklich los! Da hat dieser Bauplan wieder, ne? Scheiße, den werde ich als nächstes versuchen zu vervollständigen, wenn ich eine richtige Maschine bin. Singularität. Levitschew glaubt, das ZTG, das sie tragen, kann eingesetzt werden, um sie einzudämmen. Er irrt sich. Wie kann Levitschew nur glauben, so etwas könnte man kontrollieren? Wir müssen dorthin, ehe Levitschew uns stoppen kann. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Singularität ist dieses Gebiet das Zentrum der Zerstörung. Wir müssen vorsichtig sein. Die Energiewellen bewirken offenbar, dass 1955 in die Gegenwart sickert. Ach so, okay. Diese Störungen sehen aus, als würden sie den eigentlichen Zeitfluss ändern. Ich möchte nicht sagen, aber das ist ganz geil. So, Heldenverbesserung. Instant ausgemaxt. Instant einfach.
Was war das? Seien Sie vorsichtig, Captain. Dieser Mutant sieht irgendwie anders aus. Etwa noch mehr verändert? Sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Überlebt ja alles. Gib doch. Wir müssen schnell sein. Aber mir nach. Nein, 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 nein. Hiermit noch auf sich? Es wirklich. Passen Sie auf, Captain. Die Zeichen ließe wirklich sich stark auf die Vegetation. Ich muss gar nicht. Hast du Schmauch, was mag ich da immer? Möchtest du nicht mitkommen? Hä? Okay, jetzt kommt der. Wir müssen näher ans Epizentrum. Die Zeit selbst wird ausgehebelt. Ja. Na, jetzt darf ich's aufmachen. Meine Fresse. Ah, es wird gespeichert. Nice. Das heißt, hier würde ich die Folge beenden. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und man sieht dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch diesen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal in Singularity um 11 Uhr. Morgen nicht vergessen. Und bis dann. Ciao, ciao. Und haut rein.